Und in der Sonne steht unsere Reporterin Alexandra Wahl, und zwar in Halle an der Saale im Familien- und Naturbad Heidesee. Dort soll es am Wochenende besonders warm werden. Der Freibadsaison steht also nichts mehr im Wege. Können jetzt die Freibadbetreiber mit einem wahren Ansturm rechnen? Also es ist tatsächlich so, die Wolken sind weg, es ist plötzlich blauer Himmel, die Sonne scheint. Also wir können uns überhaupt nicht beschweren, und ich kann das mal gerade auf dem Thermometer hier zeigen. Es hat nämlich 22 Grad und das ist um 9.30 Uhr wirklich richtig warm. Wir freuen uns alle und natürlich freut sich auch der Betreiber, der ist jetzt bei mir, Herr Nobel. Herr Nobel, mit welchem Ansturm rechnen Sie denn heute? Ja, aufgrund des langen, kalten Winters und jetzt den erwarteten Temperaturen, denke ich mal, es wird sehr voll werden. Wir treffen die letzten Vorbereitungen. Tja, und der Sommer kann für mich eigentlich jetzt sofort beginnen. Das, glaube ich, hören viele gerne. Und ja, wir freuen uns natürlich, dass es so schönes Wetter ist, obwohl ich mit den Füßen hier schon drin war. Und ich muss sagen, es ist schon noch ein bisschen kalt. Und mal gucken, ob ich mich heute noch so ganz ins Wasser wage. Ach, Alexandra, das wird schon, je wärmer der Tag wird. Vielen Dank für diesen Bericht aus Halle an der Saale.